Hallo zusammen. Heute schauen wir uns mal an, wie man Amazon Alexa auf einem PC einrichtet. Ich nehme euch mit in die Screen Capture. Los geht's! Um die Alexa-App auf eurem Windows 10 Gerät herunterzuladen, navigiert ihr in den Microsoft Store. Diesen findet ihr am einfachsten über das Suchfeld unten links in der Ecke. Im Microsoft Store angekommen, navigiert ihr oben rechts in die Suchzeile und gebt dort Alexa ein. Wählt anschließend die Alexa-App aus und installiert diese. Beim ersten Mal starten müsst ihr eure Kontodaten für euer Amazon-Alexa-Konto hinterlegen. Anschließend müsst ihr noch die Nutzungsbedingungen der Alexa-App bestätigen. Im zweiten Schritt der Einrichtung wird gefragt, ob das Aktivierungswort Alexa aktiviert werden soll oder nicht. Im eingeschalteten Zustand des Aktivierungswort funktioniert Alexa hands-free und somit wie ein herkömmlicher Amazon Echo. Im dritten Schritt könnt ihr noch auswählen, ob die App automatisch beim Computerstarten gestartet werden soll und ob diese in der Taskleiste angeheftet werden soll. Die Alexa-App ist nun soweit fertig konfiguriert und ihr könnt sie verwenden. Anschließend könnt ihr noch bestätigen, ob ihr mit eurem PC Drop-ins und Anrufe über Alexa tätigen wollt. Oben rechts in der Ecke findet ihr eine manuelle Auslösung des Alexa-Sprachassistenten. Hierfür klickt ihr einfach auf das Alexa-Logo. In der oberen rechten Ecke könnt ihr das Aktivierungswort aktivieren und deaktivieren. Wie schon vorhin beschrieben, ist das die Hands-Free-Funktion. Ebenfalls in dieser Ecke befindet sich hier der Nicht-Stören-Modus. Navigiert man auf der linken Seite in den Reiter Musik, findet man hier die kürzlich abgespielten Lieder und Sender. Nun kommen wir zum eigentlich interessanten Part, nämlich der Smart Home-Bereich. Hier findet ihr erstmal eine kurze Übersicht der zuletzt verwendeten Geräte. Diese sind einmal in Geräte und in Gruppen aufgeteilt. Hier könnt ihr jetzt schon eure Smart Home-Geräte steuern. Unter alle Geräte werden nochmal eure Geräte in einzelne Kategorien sortiert. Das vereinfacht die Findung der einzelnen Geräte deutlich. Sehr schön ist es auch, dass man sich über diese App seine Kameras ansehen kann. Dies ist eine Funktion, die es noch nicht mal auf der Android- bzw. iOS-App gibt. Lediglich das Amazon Fire Tablet Dashboard hat diese Funktion, wozu ich übrigens auch ein Video gemacht habe. Ich verlinke es euch oben in der Infobox. Unter Gruppen findet man seine in der Alexa-App angelegten Räume und darin befinden sich dann letztendlich wieder die Geräte. Unter dem Reiter Kommunikation findet man seine Echo-Geräte, die man dort anrufen kann oder die Drop-In-Funktion verwenden kann. Ebenfalls hier kann man unter alle Kontakte einen Kontakt anrufen, welchen man in der Alexa-App hinterlegt hat. Im Reiter zum Ausprobieren findet man nichts Neues. Hier sind lediglich Vorschläge, was man mit Alexa alles machen kann. In den Einstellungen kann man hier noch Kleinigkeiten für die Alexa-App anpassen. Und schon sind wir wieder am Ende des Videos angekommen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like und ein Abo da und schreib auch gerne deine Fragen in die Kommentare. Ich versuche soweit alles zu beantworten, was ich beantworten kann. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, ciao!